Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Die offene Schule Waldorf ist eine integrierte Gesamtschule, die seit vielen Jahren beweist, dass es möglich ist, in einem Stadtteil mit schwierigen sozioökonomischen Bedingungen eine pädagogische Arbeit zu entwickeln, die in die gesamte Stadt ausstrahlt. Die Schule hat heute eine soziale und sozialräumliche Durchmischung, die sowohl Schülerinnen und Schüler aus Waldorf, Forstfeld, Bettenhausen und der Unterneustadt umfasst, als auch solche aus vielen anderen Stadtteilen, die jeden Morgen den etwas weiteren Weg nach Waldorf auf sich nehmen, weil dies die Schule ist, an der sie sich wertgeschätzt und bestmöglich gefördert fühlen. Eine Schule, an der von der intensiven sozialen Einbindung in der Klassengemeinschaft mit dem Schwerpunkt auf soziale Beziehungen und Persönlichkeitsentwicklung über die Tischgruppenarbeit und das freie Lernen, die vielfältigen pädagogischen Angebote, doppelt gesteckten Klassenleitungen mit Kontinuität von der 5 bis zur 10, die Teamstrukturen des Kollegiums, mittlerweile durchgängigen Schwerpunktklassen ab der Jahrgangsstufe 5 bis hin zu einem überzeugenden, auf die Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler beim Mensa-Dienst setzenden Mensa-Konzept, vieles entwickelt wurde, wovon andere Schulen lernen können, wenn nicht auch bereits tun. Wir bräuchten mehr Schulen wie diesen. Die USW war mal eine ganz normale Gesamtschule in einem Stadtteil mit vielfältigen sozialen Problemen in Kassel-Osten und hat sich vor etlichen Jahren als Versuchsschule auf den Weg gemacht. Und was hier erreicht wurde, ist beachtlich. Diese außergewöhnliche Schule braucht ein entsprechendes Gebäude. Und nachdem das Bestehende schon lange in die Jahre gekommen ist, bekommt es dieses nun endlich. Das ist gut und wird von meiner Fraktion uneingeschränkt unterstützt. Die Kosten sind erheblich, okay. Und durch die Steigerung der Baukosten sowie die Zinsanhebung der letzten Zeit auch nochmal deutlich gestiegen. Gute Bildung braucht auch räumlich gute Bedingungen. Und das gilt für die USW wie auch für die anderen noch anstehenden Bauvorhaben an den sanierungsbedürftigen Kasseler Schulen. Entsprechend werden wir der hier vorgelegten Magistratsvorlage zustimmen. Und das übrigens ganz unabhängig davon, dass wir das hier praktizierte verschachtelte Modell mit der GWG Pro und der Stadt Kassel Immobilien GmbH nach wie vor grundsätzlich kritisch sehen. Allerdings kann ich nicht ganz auf ein paar Anmerkungen verzichten. Die Art, wie uns auch schon bei der gemeinsamen Sitzung des FIGIGRO und des Ausschusses Schule und Bildung die Kosten aufbereitet wurden, die die Stadt ja immer in den nächsten 30 Jahre lang zu tragen hat, ist von einer Intransparenz, die typisch für den Umgang des scheidenden OB und Kämmerers mit den Stadtverordneten ist und die ich in dieser Form hier in Zukunft nicht mehr erleben möchte. Wenn in einer ursprünglich für eine Stunde angesetzten Sitzung von der rund 57 Minuten für PowerPoint-Präsentationen zu den einzelnen Aspekten des Schulneubaus aufgewendet wurden, die Gesamtsumme, die an Kostenmieten inklusive Contracting und der Miete 2 für die Instandhaltungskosten in den nächsten 30 Jahren anfällt, nämlich grob 219,4 Millionen Euro, bei einer Gesamtinvestitionssumme von rund 115,5 Millionen, nicht ein einziges Mal genannt wird. Offenbar aus Angst davor, dass den Stadtverordneten bei dieser Summe der Atem stockt und sie dann womöglich nicht zustimmen. Ist eigentlich nicht nachvollziehbar. Bei jedem seriösen privaten Kreditvertrag erhält man als Kreditnehmer einen Zins- und Tilgungsplan, aus dem hervorgeht, was genau man wann zu zahlen hat und wie hoch die Gesamtkosten des Kredits insgesamt aussehen. Aber wir sollen hier also ein Vorhaben schließen, möglichst ohne genau zu wissen oder zu hinterfragen, was das die Stadt in den nächsten 30 Jahren kosten wird. Warum? Wir wissen doch, dass es alternativlos ist. Und warum bekommt man als Stadtverordneter, so in der Ausschusssitzung, wenn man genaueres über die Differenz zwischen den Investitionskosten und den Gesamtkosten wissen will, das sind ja immerhin knapp 104 Millionen Euro Kreditkosten, patzige, einsilbige Antworten, etwa vom scheidenden OB und Kämmerer, der in der besagten Ausschusssitzung erst bemurmelte, das sei ein Zins, das Zins ist Zins, und erst auf Nachfrage des FDP-Vertreters dann den Zinssatz von 4,04% erwähnte. Oder eines neu konvertierten SPD-Vertreters, der aus seiner näheren politischen Vergangenheit ja eigentlich auch wissen müsste, dass es die Aufgabe der Opposition ist, kritisch nachzufragen und Transparenz einzufordern, der uns ernsthaft unterstellte, wir wüssten nicht, was Zins und Zinseszins sind. Also nochmal deutlich. Wir wissen, dass all diese Vorhaben deutlich teurer werden als noch vor 5 Jahren gedacht. Besser wäre es gewesen, wenn der Magistrat in der Vergangenheit seine Hausaufgaben gemacht hätte und der riesige Investitionsstau an den öffentlichen Gebäuden so gar nicht erst entstanden wäre. Nun werden wir eben diesen Kostenmieten zustimmen und zu stemmen, weil die USW wie auch die künftige IGS Nord Plus die
Knipping-Schule, die Comenius-Schule und die GATS. Diese Investitionen in neue und pädagogisch zeitgemäße Schulgebäude mit positiven Rückwirkungen auf die jeweilige Stadtteilentwicklung dringend benötigt. Es gibt gar nicht die Option zu sagen, na dann lassen wir es, wenn es uns zu teuer wird. Nein, aber wir wollen, dass uns klar gesagt wird, was es wirklich kostet und dass wir bei kritischen Nachfragen nicht mit pumpigen Bemerkungen abgespeist werden oder unser Informationsbedarf ins Lächerliche gezogen wird. Und das ist der letzte Satz dafür, ist, dass hier nämlich alles zu ernst und zu wichtig für die betroffenen Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte und die Schulentwicklung in Kassel. Danke.